Um diesem schlechten Witz Herr zu werden, müssen wir allerdings weitermachen. Moment mal, war hier gerade eben schon Licht an? Ja, war's. Ja, hier war gerade eben schon Licht an. So, Spezialmunition ist bereit. Wir haben 13 Schuss. Das heißt, wir können 13 Gegner auf der Stelle erledigen. Und der wird doch gleich aufstehen. Ja, was sag ich denn? Ist allerdings ein normaler Gegner. Oder bist du nicht? Oh, scheiße, bist du nicht. Bist du doch? Nee, bist du doch? Bist du doch. Ich hatte schon mal keine Reaktion auf den ersten Schuss gezeigt hat. Dass er vielleicht kein normaler sei. Oh, 11. Juni 2017. Moment mal. Ich habe die Schnauze voll von diesem Lucas. Die haben ihn zum leitenden Forscher gemacht. Was denken die denn, wer ich bin? Warum muss ich mit einem Masterabschluss in Mikrobiologie von Stanford unter diesem Idioten arbeiten? Der spielt ja immer nur mit den Testsubjekten rum, lässt sie sich gegenseitig bekämpfen und führt sinnlose Autopsien durch. Er ist krank. Er weiß nichts über das Potenzial der E-Serie, des E-Serie-Mutamyzets. Beim nächsten Meeting mit dem HQ werde ich sein Verhalten melden. Okay, wir finden also raus, dass Lucas nicht gerade der beliebteste ist. Komisch, woran das nur liegen mag, nicht wahr? Handgranaten. Finde ich ganz nett, mal wieder Handgranaten zu haben, danke. Ich habe Pistolenmunition, ich habe allerdings keine Schrotflintenmunition mehr. Oder wenig. Und möchte die jetzt eigentlich ganz gerne ein wenig sparen. Da haben wir nochmal Pistolenmunition, von der wir jetzt 60 Schuss haben. Das heißt, mit der können wir tatsächlich jetzt mal ein bisschen härter umgehen. Da hinten bewegt sich schon wieder was. In diesem Raum drin. Die Tür ist zu, richtig. Das ist nicht Lucas. Ach doch. Lucas. Da ist er tatsächlich. Die Tür kommen wir sowieso nicht rein. Deswegen gehen wir jetzt mal in diese Tür. Und siehe da. Ist ein Hebel. Gottes. Okay, wir ziehen den Hebel. Es wird der Strom ausgehen. Vielleicht auch nicht. Oh. Lucas! Okay. Ich habe alle Connections-Forscher umgelegt. What? Die haben ihre Nasen in Dinge gesteckt, die sie nichts angehen, als sie dachten, ich schaue ihnen nicht hin. Aber ich wusste genau, was sie treiben. Mochten es wohl nicht, dass sie unter mir standen. Also habe ich sie in einen Käfig mit ein paar Moldet geworfen. Die haben sich in die Hose gemacht und um ihr Leben gebettelt. Ich hoffe nur, dass mir das Lachen verkneifen kann, wenn ich berichten muss, dass denen ein unglücklicher Unfall zugestoßen ist. Wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, mich von den Connections zu trennen. Ich bin der Einzige, der Evelyns Schimmelpilz gut nutzen kann. Wow. Schimmelpilz. Okay, wir haben hier einen Safe Room. Ein Dietrich. Ich habe nicht mehr genug Platz für einen Dietrich. Moment mal. Ich habe keine Truhe. Die werden wir jetzt mal benutzen. Das mal ablegen. Die ganze Munition nehmen wir mit, selbstverständlich. Haben wir hier noch irgendwo mehr Munition? PC. Gesinde, 20. Juli 2017, 10.22 Uhr. Die Dinge sind etwas aus dem Ruder gelaufen, aber ich habe mich darum gekümmert. Sind jetzt die E-Daten? Sollte nicht lange dauern. Wenn das fertig ist, bin ich hier. Oh! Das heißt, wir haben ihn gerade unterbrochen, als er diese E-Mail schreiben wollte. Die Daten gesendet hat. Ah, okay. Er hat sie noch nicht gesendet. Wohl offensichtlich. Ganz offensichtlich hat er sie noch nicht durchgekriegt.
Wir werden gleich sehen, was hinter dieser Tür auf uns wartet. Ah, das ist... Okay. Das ist die Tür. Alles klar. Oh, Pistolenmunition. Okay, was? Käufer für E-Daten. Hab einen für Übertragung vorbereiten. Okay. Aber wie kommen wir jetzt nach dahin? Das war die Akte, jawohl. Ist nix, hier ist nix. Oh, jetzt kann ich schießen. Klasse. Das ist keine Munition. Ja, das tut mir leid für dich, ne? Maschinengewehr. Na klar, ein Bossfight. Ich habe keine Munition. Wie zum Teufel bist du noch am Leben? Du solltest tot sein! Wir haben deine Stimme. Wir wissen, dass du jemanden Infos gibst. Das geht dich verdammt nochmal nichts an, Chris. Viele Leute da draußen wissen, was du und deine Gibi wissen. Viele Leute. Deine Freunde, die Connections, wissen davon? Die scheinen mir nicht von der persönlichen Sorte. Das ist meine Sache. Lass die meine Sorge sein. Du wirst alle Hände voll zu tun haben. Wow! Ich kann... Ich... nicht... Nein! Ich glaube es nicht! Glaub es. Es ist vorbei. Nein. Willkommen im Bossfight. Halt's Maul und akzeptier's, Lucas. Oh, das wird dir gefallen, nicht wahr? Oh, shit. Oh, Junge. So, das also an. Wir haben hier unten ein Problem. Infektion bei kritischer Masse. Ich hab da etwas für dich. Du bist total am Arsch! Shit. Oh, das ist anders. Nicht, dass ich das tue, seit wir hier sind. Oh, shit. Well, my bad. Wo ist... Ach du heilige Scheiße. Mami? Mami? Wow. What? Die actual... Fuck! Okay, was muss ich tun? Wow, 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 wow! Okay, er hat diese... Das benutzen wir mal als erstes. Okay. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was ich gegen ihn zu tun habe. Ich glaube allerdings, herausgefunden zu haben, was seine Schwachstelle ist. Wow. Böser Lukas. Moment, was? Das interessiert ihn nicht? Moment, was? Das interessiert ihn besser nicht? Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. Sehe ich das? Was? So? Was? Was? Oh my fucking lord. What the hell is happening? I don't fucking know. Oh my gosh. Oh, ich kann das so nicht benutzen. Wow. Das geht so nicht? Das ist jetzt kacke. Okay, wo bist du? Sieht das was aus? Alles in ihn rein, was geht. Das ist jetzt eine Schwachstelle. Okay, das war klar. Ist er nicht gerade böse? 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 Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, natürlich. Was auch sonst.
Error? Was für Error? Die Luftkontaminierung sprengt die Skala. Bring das Ding um, bevor dir die Luft ausgeht. What? Danke für den Ratschlag. Wupp! Jetzt? Witzig. Bin ich nicht witzig. Hä? Oh Mann! Mann, du Penner! Wir sterben hier jetzt mal. Oder auch nicht. Oh mein fucking Gott. Ich brauche eine Spritze. Game over. Wie halte ich sie auf? Du musst irgendwie den Server runterfahren. Vielleicht gibt es irgendwelche Trafos, die du... Okay, hat geklappt. Das wird die IT-Leute aufregen, aber... Sollen sie doch heulen. Wie ist die Lage? Anlage ist gesäubert. Auch neue Varianten beseitigt. Dann bin ich hier raus. Gut. Glaubst du, wir haben hier geholfen? Ihnen nicht, fürchte ich. Der Pilz ist eingedämmt. Hoffentlich sind Sie Ivys letzte Opfer. Hoffentlich. Chris, ein Anruf für dich. Du musst ihn im Lager annehmen. Okay. Bin auf dem Weg. Das war also Not a Hero mit Chris Redfield. Resident Evil Biohazard. Schwierigkeitsgrad einfach. Neuversuche 2, antike Münzen 3 von 10, Akten gelesen 9 von 9. Erfolgreiche Abwehraktion 0, Heilobjekte 7. Okay, okay. Ja, also das war... Not a Hero mit Chris Redfield, der DLC Nummer 1 von 2. Und ich muss sagen, wenn auch relativ kurz, allerdings nicht, nicht so kurz, wie ich erwartet und befürchtet hatte, sondern tatsächlich länger, wenn doch auch trotzdem relativ kurz, saugeil. Hat mir unglaublich gefallen, fand ich gut. Packende Story nochmal, richtig schön Spannung und auch Bammel mit drin. Ja. Also ich muss zugeben, hat mich gut gepackt und gut gefesselt. Und Thumbs up. Geniale Sache. Ich werde dann noch End of Zoe spielen. Den kenne ich schon, aber werde ich trotzdem nochmal spielen, weil auch den fand ich sehr genial, muss ich zugeben. Ja, das war Not a Hero. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben lassen, da lassen. Oder eben auch mal den Subscribe-Button drücken. Wäre voll geil. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen.
hoffe, ihr seid bei End of Zoe dann auch wieder mit dabei, wenn wir uns wieder durch die Welt von Resident Evil kämpfen. Und vergesst nicht, eurer Tante zu sagen, they're all dead. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.